Mittlerweile 7:45 hier und die Zuschauer in der Sporthalle Huckade mussten lange warten. Geplant war das Spiel für 18.30 Uhr. Also, hier ist es, das Entscheidungsspiel TuS Rahm Arminia Marten. Der TuS Rahm in schwarz-weißer Spielkleidung von rechts nach links. Und beide Mannschaften kennen sich natürlich ganz gut. Man muss dazu sagen, dass Arminia Marten ja die Mannschaft komplett neu aufgebaut hat. Denn sie spielen ja leider mittlerweile in der Kreisliga A. Es hat ja viele Probleme im Verein gegeben. Aber man hat wieder alles gut im Griff und das ist natürlich wichtig. Beide Mannschaften spielen ja in der Kreisliga A. Sankewitz mit der ersten Möglichkeit für den TuS Rahm. Und es bleibt beim 0:0. Beide Mannschaften tasteten sich besonders in der Anfangsphase ab. Es dauerte ganz genau 6 Minuten und 15 Sekunden, bis die Zuschauer den ersten Treffer sahen auf Seite von Arminia Marten. Janis Jers, der erfolgreiche Schütze. Und dann plötzlich TuS Rahm. Die Mannschaft wirkte nun viel kraftvoller und der Ausgleich zum 1:1. Gespielt waren 8 Minuten. Erfolgreich Haris Balihatzic. Und der TuS Rahm wollte jetzt für klare Verhältnisse sorgen. Der nächste Angriff rollt. Und da setzt er sich exzellent durch. Ein klasse Treffer. Plötzlich heißt es 2:1. Julian Pflege ebenfalls die 8. Minute. Und die Möglichkeit hier für Michael Sankewitz übers Gehäuse. Weiterhin 2:1 Führung jetzt hier für die Mannschaft aus Rahm. Halbzeitstand 2:1, also die zweite Halbzeit sollte noch spannender werden. Und 22 Sekunden in der zweiten Halbzeit gespielt und was für ein böser Fehler. Was macht er denn da, die Nummer 7, Emre Erdo? Legt den Ball bereit, keine Abwehrmöglichkeit, Ausgleich 2:2. Das Spiel ist richtig gut geworden hier, TuS Rahm, Arminia Marten. Möglichkeiten gab es nun reichlich. Freistoß jetzt für Arminia Marten. Felix Brinkel und der Ball ist drin. Führung für Arminia Marten gegen den TuS Rahm. Noch einmal die Wiederholung, keine Abwehrmöglichkeit. Er zimmert den Ball ins Netz. Dann Michael Sankewitz will den Ball hier nicht abgeben und bekommt 2 Minuten. Also der TuS Rahm mit einem Spieler jetzt weniger auf dem Spielfeld und Vorteil natürlich klar jetzt für Arminia Marten. Arminia Marten jetzt mit einem Spieler mehr auf dem Feld und der Ball ist drin. Man führt mit 4:2 jetzt gegen den TuS Rahm. Wir schreiben die 16. Minute. Ist da schon die Entscheidung? Eine Minute später, Dennis Renzmann und der Anschlusstreffer. Alles wieder offen hier in Dortmund-Huckade. Und die letzten 50 Sekunden laufen. Jedes Mal, wenn das Spiel jetzt unterbrochen wird, das ist ja hier bei der Stadtmeisterschaft, dann wird die Zeit angehalten. Also ist die letzte Minute noch ein wenig länger. Und dann gibt es 2 Minuten Zeitstrafe für Arminia Marten. 24 Sekunden vor Schluss dieser Begegnung. Eckball jetzt hier für den TuS Rahm. Die letzten 6 Sekunden laufen. Der Ball ist drin. Ausgleich 4:4. Sensationell, Michael Sankewitz schießt den TuS Rahm ins 8-Meter-Schießen. Noch 2 Sekunden sind auf der Uhr. Und die Stimmung ist natürlich sensationell. Und das war es dann auch. Der TuS Rahm und Arminia Marten trennen sich 4:4. Und das bedeutet nun 8-Meter-Schießen hier in der Sporthalle Huckade und Anfang wird Arminia Marten. Nummer 9 bereit, Onur Topkuoglu und er erzielt den ersten Treffer, Führung für Arminia Marten. Julian Plenge jetzt für den TuS Rahm und er erzielt den Ausgleich. Janis Jers erzielt
die Führung erneut für Arminia Martin. 6:05 liegen sie nun vorne. Und mit der Nummer 8 hier Alan Micha. Und Ausgleich 6:6. Mit der Nummer 11 Mirko Burkamp. Und gehalten von Tim Wormit im Tor. Nun Emre Erdu. Er verschießt und gut pariert vom Torhüter Maurice Ludwig. Rashid Matzit und erneute Führung für Arminia Martin. Michael Sankewitz und er verschießt. Normalerweise ist er ein ganz sicherer 8-Meter-Schütze. Und da verschießt ebenfalls Martin, Matthias Martens. Er kann's nicht glauben. Was für ein spannender Krimi hier. Haris Balihatzic und Ausgleich 7:7. Brinkel für die Arminia aus Martin und der Ball ist drin. Man führt erneut mit 8:7 jetzt gegen den TuS. Und jetzt die Möglichkeit zum Ausgleich mit der Nummer 20. Sabine Bajic. Und der Ausgleich 8:8. Was für ein spannendes 8-Meter-Schießen. Und dann Arminia Martin. Mitte 21. Adelhuit Reddafi. Und es heißt 9:9. Der 8-Meter zählt nicht. Der Schiedsrichter hatte noch nicht gepfiffen. Also muss er wiederholt werden mit der 19 hier. Daniel Röschek. Und er verschießt. Und jetzt kommt es auf den letzten Schützen an beim TuS mit der 17. Anel Cezik. Und Zillig erzielt den Siegtreffer 10:9. Der TuS Raam hat sich für die Spitzenrunde hier in der Sporthalle Huckade nun qualifiziert und wird am nächsten Wochenende hier zu Gast sein. Und wir werden für Sie live dabei sein am Freitag und Samstag im Livestream hier aus Huckade. Und TuS Raam hat unter anderem den SuS Özbekley und Mengede 08 in der Gruppe.